In der Regionalliga Bayern ist die Winterpause endlich vorüber. Die Spielvereinigung Unterhaching hat bereits am vergangenen Wochenende gespielt gegen den Tabellenführer Bayreuth. Und die FC Bayern Amateure, die steigen erst am kommenden Wochenende ein. Und die Bayern haben ja noch die Chance auf einen Aufstieg. Endlich geht es in der Regionalliga Bayern wieder um Punkte. Für die Spielvereinigung Unterhaching stand zunächst ein Nachholtermin im Kalender. Der verlegte 14. Spieltag führte die Unterhachinger nach Bayreuth. Doch beim Tabellenführer erlebten die Münchner Vorstädter das erwartet schwere Spiel. Immer noch von Verletzungssorgen geplagt, lieferte der Liga-8. Einen beherzten Auftritt, bekam allerdings auch zu spüren, warum die Bayreuther zu Recht als einer der Aufstiegsfavoriten gelten. Mit einer 1:2-Niederlage starteten die Unterhachinger in die Punktspiele des Jahres 2022. Rund 2,5 Monate ist es her, dass die FC Bayern Amateure in der Regionalliga Bayern um Punkte kämpften. Mit dem 2:0-Sieg über Illertissen gingen die Bayern Amateure in die Winterpause. Nach 24 Spieltagen stehen sie auf dem 2. Tabellenplatz. Der Rückstand zum Spitzenreiter Bayreuth und damit zum Aufstiegsplatz beträgt 7 Punkte. Alles also noch machbar. Die nächsten 2 Spiele bestreiten die Bayern gegen Pipinsried und Schalding-Heining, alles Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich. Dann kommt es zum Derby gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Und am anderen Ende der Leitung, da begrüße ich jetzt den Langen von den FC Bayern Amateuren, Jamie Lawrence. Servus. Servus, hallo. Ja, Jamie, die Saison quasi geht weiter in der Regionalliga Bayern. Ihr greift erst am kommenden Wochenende ein, habt aber vielleicht schon mal, und du sicherlich auch, geschaut, was die Hachinger gemacht haben. Die hätten euch ein bisschen helfen können beim Projekt Aufstieg, aber die haben leider verloren gegen Bayreuth. Ein bisschen ärgerlich? Ja, natürlich müssen wir auch ein bisschen jetzt hoffen, dass die irgendwann mal patzen. Aber in erster Weise würde ich sagen, müssen wir auf uns schauen, dass wir alle Spiele jetzt gewinnen. Und das heißt, kommendes Wochenende seid ihr dann wieder im Einsatz nach grob 2,5 Monaten Pause. Das ist immer unendlich lang, diese Pause in der Regionalliga. Das ist schwierig, sich jetzt dann wieder so richtig reinzufinden nach so einer wirklich üppigen Winterpause. Ja, natürlich ist es eine lange Zeit, eine lange Pause. Aber ich glaube, wir sind eine eingespielte Mannschaft, die da nach so einer Pause dann auch schnell wieder reinkommt. Und deswegen sollte die Pause eigentlich kein Problem sein oder keine Ausrede sein. Und es geht gegen Pipinsried, die in der Tabelle doch deutlich hinter euch liegen. Geht ihr ohnehin, weil FC Bayern und weil Tabellenplatz 2 und damit ja wirklich noch die Ambition da ist für den Aufstieg, zwangsläufig in so gut wie jedes Spiel als Favorit in dieser Liga? Ja, es kommt von außen, dass wir gesagt wird, dass wir der Favorit sind natürlich, aber jedes Spiel ist anders. Jedes Spiel kann man von Anfang an nicht sagen, wer gewinnt oder wer vom Sieger dann als vom Platz geht. Aber ich glaube, wir müssen einfach wie ins jedes Spiel reingehen und das Spiel einfach als neue Herausforderung sehen. Und jeder muss 100% geben, nur dann können wir das Spiel gewinnen, egal ob wir der Außenseiter sind oder ob wir der Favorit sind. Jetzt fällt mir gerade eins auf, du bist der Innenverteidiger. Klebst so ein bisschen an der Seite vom Bild. Rutsch ruhig mal so ein bisschen von dir aus gesehen nach links. Ja, das sieht schöner aus, weil sonst denkt man, wer weiß, auf welcher Seite der spielt. Nicht, dass er überlaufen wird vom Angreifer. Wunderbare Überleitung jetzt gewesen halt. Wie ist denn die Situation für dich? Du, da hast ja schon auch mal mit den Profis mittrainiert, warst, glaube ich, auch mit in Bochum. Du hast noch keinen Bundesliga-Einsatz bekommen. Bist du so gedanklich manchmal schon so beim Spagat, so nach dem Motto, ja, klar, ich spiele bei den Amateuren in der Regionalliga, aber es könnte jede Minute, jeden Samstag soweit sein und ich mache meinen ersten Einsatz für die Bundesliga. Ja, ich bin mit dem Kopf und natürlich bei den letzten Spielen jetzt von den Amateuren noch die Rückrunde, aber dass man weiß, dass die zweite Mannschaft und die erste Mannschaft so nah verbunden sind und dass es immer sein kann, hat man natürlich im Hinterkopf. Aber ich glaube, man muss sich erstmal auf die Sachen fokussieren, die sicher sind erstmal. Und was dann passiert, weiß keiner. Und wenn es passiert, ist man natürlich glücklich. Und wenn es nicht passiert, muss man weiter hart arbeiten. Wie wirkt sich denn aus, das Training mit den Profis in der ersten Mannschaft? Meine, da sind ja Abwehrhünen dabei, weiß ich, David Upamecano etc. Da, glaube ich, ist körperlich auch eine ganz andere Belastung geboten, als wenn du jetzt in der Regionalliga spielst. Natürlich, also das ist nochmal ein deutlicher Unterschied. Ich glaube, da trainierst du mit der
besten Mannschaft der Welt mit. Und dann ist es körperlich nochmal ein großer Unterschied, spielerisch natürlich auch nochmal ein Unterschied. Alles geht viel schneller, alles ist viel intensiver. Da muss man sich natürlich erstmal anpassen, aber ich glaube, da helfen einem die Spieler gut und dann schafft man es auch schnell, da mitzuhalten oder beziehungsweise sich irgendwie anzupassen und dann sein Bestes zu geben und dann jedes Training da zu sein, ja. Und nun bist du mit 2 Meter wirklich ein riesengroßer Kerl. Im Prinzip, die Position hat sich dann fast automatisch ergeben, dass du dann irgendwann Innenverteidiger spielst. In der Jugend warst du, glaube ich, im Mittelfeld. Würdest du gern vielleicht mal wieder so ein bisschen mehr noch ins aktivere Spielgeschehen eingreifen? Oder freust du dich mittlerweile, sagst, na, hinten das Ding zusammenhalten, das ist schon die lohnende Aufgabe? Ja, also ich würde schon sagen, jetzt inzwischen, ich bin geschult zum Innenverteidiger. Und das ist jetzt auch meine Lieblingsposition auf jeden Fall. Wenn es mal sein muss, dann spiele ich gerne mal auch vielleicht auf der 6. Aber ich würde sagen, Innenverteidiger ist jetzt meine Position für mich. Und da nimmt man ja auch am Spiel teil. Man kann das Spiel, man baut das Spiel auf, man hat schon viel Ballbesitz. Und deswegen ist man da schon mit sehr am Spiel beteiligt. Du kommst ja eher aus so einer Basketballerfamilie. Mehrere Geschwister von dir spielen Basketball. 2 Meter groß, haben wir schon gerade gesagt. Also wenn die Basketballer vom FC Bayern mal Not am Mann hätten, wärst du flexibel? Bist du gut auch mit der Hand am Ball? Ja, ich habe ja tatsächlich früher mal Basketball ausprobiert, eine kurze Zeit lang. Ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder sowas. Da habe ich auch dann beim Bayern Basketball mit trainiert, ein halbes Jahr lang. Aber da war ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 12. Ich weiß es nicht, aber dann habe ich schnell gemerkt, dass ich lieber natürlich Fußball spiele. Aber ich habe tatsächlich jetzt lange nicht mehr Basketball gespielt, aber ich glaube, ich kann noch ein bisschen was und dann wäre ich bereit. Lebst du deinen Traum? Davon würden ja viele ausgehen, dass man sagt, Mensch, da kommt der Junge aus Kirchheim, lebst jetzt ja in Riem, aber das ist ja wirklich hier bei München und dann spielst du in München, ja klar, du hast selber gesagt, beim Branchenprimus, beim größten Verein in Deutschland und sicherlich einem der Top-Vereine der Welt. Ist da der erste große Traum des kleinen Fußballjungen Jamie schon in Erfüllung gegangen? Ja, natürlich. Ich beschwere mich nicht. Ich bin sehr zufrieden, so wie es alles glatt ist. Aber ich glaube, man hat, zumindest ich, habe noch größere Ziele. Und das ist jetzt nur ein Anfang davon. Und ich würde auch noch nie behaupten, dass man jetzt irgendwas geschafft hat oder erreicht hat. Vielleicht sagen das Außenstehende, aber ich persönlich nicht, weil es ich bin jetzt 19 Jahre alt, da steht noch gar nichts fest. Kann es in die Richtung gehen oder in die Richtung gehen? Natürlich gebe ich alles dafür, dass es weiter so geht, in die richtige Richtung. Aber ich würde sagen, meinen Traum lebe ich jetzt noch nicht, aber ich gebe alles dafür, jeden Tag. Was ist denn der Traum? Der Traum ist natürlich, irgendwann im Profifußball etabliert zu sein und in der ersten Mannschaft am besten Stammspieler zu sein. Und davon dann die am besten, ich weiß nicht wie lang, bis man 34, 35, 36 ist, solange wie es der Körper halt mitmacht, am besten sein Geld durch Fußball verdienen. Okay, ja, mittlerweile gibt es ja genügend Spieler, die weit über die 30 und Mitte 30 sind, die immer noch auf einem sehr hohen Niveau unterwegs sind. Also du hättest sicherlich noch eine lange Karriere, die du beschreiten kannst. Mit welchen Erwartungen geht ihr jetzt noch in diese noch ausstehenden Spiele in der Regionalliga Bayern? Ihr habt aktuell, ich gucke gerade, 7 Punkte Rückstand auf Bayreuth. Ihr habt gleich viele Spiele. Es hat ja doch einige Mannschaften gegeben in der Liga, die noch Nachholspiele haben, aber ihr seid genau gleich. 7 Punkte, das ist aufholbar? Oder sind die Bayreuther einfach auch zu stark, zu konstant und das wird eher eine Glückslotterie, ob die mal patzen? Ich würde sagen, eine Mischung aus beiden. Also, dass die Bayreuther konstant sind und eine starke Mannschaft sind, ist kein Geheimnis, aber man weiß nie, was im Fußball passiert. Es kann sein, dass die 2-3 Mal patzen. Aber wie gesagt, wir müssen hauptsächlich auf uns schauen. Und wir haben trotzdem noch das deutliche Ziel, natürlich erster Platz zu werden und dann somit aufzusteigen. Haben wir schon gesagt, ein Spiel ist im Februar jetzt noch gegen Pippinsried. Dann kommt im März am Anfang Schalding-Heining und dann Derby gegen Unterhaching. Gibt es für dich ein richtiges Derby-Gefühl? Ja, Derbys sind schon noch mal was anderes. Das ist schon mal, hat man schon ein bisschen andere Spannung. Weiß natürlich, dass jetzt ja, 2 Mannschaften aufeinandertreffen, die Rivalen sind, so gesagt. Und dann ist man schon noch mal motivierter. Aber ich glaube, da gehen wir das Spiel genauso an wie jedes andere, geben 100%. Und dann schaut man mal,
was rauskommt. Jetzt muss ich noch einmal kurz zurückgehen, weil du gesagt hast, der Traum, Profifußballer, das ist natürlich das Oberziel und sich dort etablieren. Und dann am liebsten natürlich in der ersten Mannschaft, das ist klar. Was du so ein bisschen ausgeklammert hast, war Nationalmannschaft. Du spielst ja auch schon für die U-Nationalteams, hast ja mehrere Spiele schon bestritten. Das wäre dort der Zucker noch der Zusatz? Natürlich, wenn du dann Nationalspieler bist, ist es nochmal eine Ehre für einen, einfach das Land zu vertreten. Das ist, wie gesagt, dann nochmal ein Zusatz. Wenn es ist, dann ist es top, 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 top. Aber ja, die Traumkarriere ist natürlich Spieler in der ersten Mannschaft plus Nationalmannschaft. Was will man mehr? Aber der volle Fokus ist natürlich erstmal immer auf dem Verein. Und ob man dann zur Nationalmannschaft eingeladen wird oder nicht eingeladen wird, liegt an der eigenen Leistung. Und wenn man eingeladen wird, freut man sich natürlich, das Land zu vertreten. Gibt 100% und hat einfach Spaß. Jamie, wir werden verfolgen, welcher Schritt sich hoffentlich bald als erstes ergibt für dich. Viel Glück für dich, für die Mannschaft, für den Rest der Saison. Und danke, dass du dir heute Zeit genommen hast fürs Interview. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Dankeschön.